Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, ihr seht hier nochmal meine Shadowboxen auf meinem Tisch, die ich für den Staffellauf, für den X-Mess-Staffellauf gebastelt habe. Ja, und was soll ich sagen? Ich habe noch ein paar Shadowboxen gebastelt, die ein bisschen anders aussehen. Und die wollte ich euch heute gerne zeigen. Und natürlich auch noch, wie ich das Ganze gemacht habe. Also wir basteln eine Box dann zusammen. Und hier sind erstmal meine alten Boxen. Ich mache jetzt aber auch erstmal direkt das Licht wieder an. Und zeige euch die jetzt nochmal. Also für alle, die das Video noch nicht gesehen haben, wie ich das hier gemacht habe, habe ich auch ausführlich in einem anderen Video erklärt. Das verlinke ich natürlich unten in der Videobeschreibung. Und ich zeige es aber trotzdem jetzt nochmal. Das war jetzt ein Versuch, eine kleine, also Box ohne Licht, also beziehungsweise ein Rahmen, ne? Also so ein Shadow-Rahmen und einmal hier mit und ohne Licht. Ja, also hier meine Weihnachtssterne und ja, so ein bisschen Dekoration. Und dann war das noch diese hier mit der Sterneffektfolie. Ja, leider kann man das nicht so gut sehen. Im Video sieht es halt ein bisschen anders aus, ne, im Bild. Die Sterne kommen viel schöner zur Geltung. Also die sind eigentlich ganz klein. Ja, und heute, beziehungsweise ich habe halt noch mal so ein bisschen überlegt, was man denn noch machen kann oder wie man das Ganze noch ein bisschen aufhübschen kann. Und dabei habe ich mir gedacht, ich bastel mal so etwas. Bis jetzt habe ich 4 Stück. Eine machen wir halt gleich noch zusammen. Und ach, jetzt kann ich eigentlich schon wieder das Licht ausmachen, ne? Und das Ganze sieht so aus. Ich mache die jetzt alle mal an. Und dann mache ich auch gleich noch mal einmal das Licht aus, damit man das besser sehen kann. Und von denen hier bin ich wirklich sehr begeistert. Und die sind wirklich ganz einfach gemacht im Grunde. Ich mache jetzt mal Licht aus. Nochmal. So. Ja gut, da kommen jetzt die Sterne so, semi-gut zur Geltung. Aber ihr könnt halt wunderschön das Motiv halt sehen, ne? So wie das auch, wie die Motive halt aussehen. Dann auch dieses hier. Also wirklich sehr, sehr cool. Das ist jetzt auch eine andere Sterneffektfolie ohne so ein Muster, die ich dahinter gemacht habe. Also sieht schon echt 3D-mäßig aus und ich finde das so, so cool. Und es ist halt einfach eine schöne Geschenkidee. Und hinten habe ich halt eine weiße Fläche. Im Grunde kann man da auch einen Gruß drauf schreiben. Also ist jetzt auch kein Ständer dabei. Das steht jetzt im Prinzip so. Kann es natürlich anlehnen. Oder man macht hier noch halt so ein Stück Papier hinter, dass man es ein bisschen schräger stellen kann. Das ist halt variabel, ne, wie man das halt gerne mag. Und das Ganze, wie ich das Ganze gemacht habe, weil ihr seht, das ist ja einmal das Motiv, was ich selber gedruckt habe. Und da ist auch die Sterneffektfolie. Und zwar habe ich jetzt hier diese Sterneffekt, also Lichteffektfolie heißt es ja. Das ist halt diese glatte ohne Muster drin. Bei dem anderen Rahmen habe ich halt diese Musterfolie. Das ist jetzt halt von Ideen mit Herz. Lichteffektfolie Stern heißt diese hier. Und die Motive habe ich gedruckt auf Overhead-Folie. Und das ist jetzt das, was ich mir gekauft habe über Amazon. Also müsst ihr mal gucken. Ich habe halt diese genommen, PPD. Von der Marke, die waren ja günstig, also da sind wirklich viele drin, 50 Sheets und ich weiß gar nicht mehr, was die gekostet haben, 15, 20 Euro, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, aber man hat halt wirklich viel und du kannst halt schöne Sachen damit machen, du kannst auch tolle Sachen fürs Journal damit machen, ne, du kannst es auch als Fenster nehmen.
Du kannst auch mit Alkohol inks wunderbar da drauf rummatschen oder mit anderen Materialien irgendwie mit Farben und so. Von daher, ja, finde ich, hat sich's auf jeden Fall gelohnt, das mal zu kaufen. So, und wie ich die dann jetzt hier gemacht habe. So, obwohl, nee, ich stell die mal einmal hier oben hin, damit mir das nicht im Weg ist. Und zwar, ich habe das hier schon alles ein bisschen vorbereitet. Muss ich mal gucken. Nee, das war das andere. Hier habe ich halt die Folie, habe ich halt gedruckt. Na, die ist, ich weiß nicht, ob ihr das doch. Ja, auf einer Seite ist sie ein bisschen milchiger. Und die ist auch nur einseitig bedruckbar. Also ne, ihr müsst da schon die richtige Seite dann nehmen, um die zu bedrucken. So, dann habe ich mir hier einen Rahmen ja, geschnitten, also gerissen im Grunde. Und hier die andere Folie, die Sterneffektfolie. Und hier habe ich halt die Teile für den Rahmen. Und ich habe mir das jetzt schon angezeichnet. Also ich kann mal kurz sagen, was ich gemacht habe. Alles genau erklärt und ausführlich habe ich halt in einem anderen Video. Das sind halt Papierstreifen. Die sind jetzt hier breit 10 cm. Also und jeweils immer bei 2 cm gefalzt. Ja. Und das wird ja dann hinterher so zusammengeklebt, ja, dass man halt dann quasi diesen Rahmen bekommt und dann misst man von da nach da 2 cm, schneidet diese Ecke hier raus und dann auch wieder von da nach da 2 cm und da ja auch und schneidet das auch raus. Und ja, die Größe der Rahmen ist ja flexibel. Du kannst ja wirklich den Rahmen so groß machen, wie du willst. Ich habe jetzt hier eine Größe von, ich glaube, die längeren sind 16 lang von da nach da. Und die anderen, glaube ich, müssten 14 oder vielleicht 13 sein. Ich weiß es jetzt gar nicht. Das Papier, das habe ich auch im anderen Video schon gesagt. Ich habe jetzt das Aquarellpapier von Action genommen. Das hat halt eine Grammatur von 300 und das ist schon sehr, sehr schön für diese Rahmen. Ich finde 200 ein bisschen wenig, dann ist das so ein bisschen ja, instabil, sage ich mal. Das hier ist schön, hinterher schön fest. Also das ist ganz gut, finde ich. Aber das ist ja auch, wie gesagt, Geschmackssache und im Prinzip jetzt bei den Rahmen, die ich jetzt heute mache, da kann man natürlich auch locker diese 200er nehmen, weil man ja den Rahmen sowieso mit Vorder- und Rückseite macht. Ne? Und da kommt ja dann immer noch Papier dazwischen. Von daher ist das ja relativ. Ja. Ja. In dem anderen habe ich jetzt immer hier Klebeband genommen. Hier nehme ich jetzt einfach Flüssigkleber. Bin ich jetzt ein bisschen schneller hier unterwegs. Ja, also wie gesagt, hier macht man es halt drauf. Ja, man sollte auch im Bild sein. Und dann ja, macht man es halt so fest. Ne? So, guck, dass das hier vor der Falz ist, ne? Nicht dahinter. Sonst hat man da so eine so steht das so ab. Im Grunde klebt es halt ein bisschen fest, drückt es fest und dann, ja, schon erledigt, ne? So. Und das macht man natürlich auch bei den anderen. Ja, also ich finde wirklich, dass es eine sehr, sehr schöne Geschenkidee ist. Es ist relativ, ja, schnell gemacht. Also ich finde jetzt nicht, dass das jetzt so ein großer Aufwand ist. Also da na, das ist so ein bisschen besser. Ja. So. Manchmal, oder mir passiert es öfter, dass hier dann dieses Stückchen noch zu ein bisschen lang ist, also diese Ecke. Die kann man dann aber noch mal ein bisschen angleichen.
Das merkt man halt hinterher, wenn man das Ganze zusammensteckt. Da sollte man irgendwie drauf achten, dass da das nicht so viel übersteht. Weil sonst kriegt man den Rahmen hinterher nicht ganz so gut zusammen. Aber das kann man ja dann auch nacharbeiten. Ne? So. Und dann haben wir es schon fast geschafft. Also es ist wirklich ja, so. Und je nachdem halt, ja, wie viel Abstand ihr hier haben wollt. Ne? Das ist ja jetzt 2x2x2 cm. Oder 2x2x2x2. Jetzt 5-mal. Ja. oder wenn ihr es halt tiefer haben wollt, dann müsst ihr natürlich dann ein bisschen mehr nehmen. Aber ich finde jetzt für mein Vorhaben ist das mit den 2 cm in Ordnung. Wenn man zu wenig nimmt, jetzt wenn man eine Lichterkette dahin macht und mit dieser Sterneffektfolie arbeitet, ist das nicht so gut, weil die Sterneffektfolie muss zur Lichterkette ein bisschen ja, Abstand haben. Sonst kommen die Sterne nicht ganz so gut zur Geltung. Also da muss man drauf achten. So, jetzt haben wir das. Ja, jetzt wird es schon zusammengeklebt. Das ist nämlich mal das Längere. Macht man hier, also ich hoffe, ihr könnt es sehen, ja, hier in die Ecke und halt auf dieser Seite Kleber. Und hier auch. Und dann steckt man halt den nächsten von dieser Seite halt rein. So. Genau. Dann mache ich mir das immer so ein bisschen auf den Tisch und gucke halt, ja, dass das ungefähr im Winkel ist. Ja, auch hier, dass es hier schön einen schönen Abschluss hat. Und ja, dann kommt auch direkt schon das nächste. Also, wie gesagt, eigentlich ist das eine relativ schnelle Angelegenheit. Man muss halt wirklich nur vorher gut abmessen und gucken, damit das halt alles schön abschließt. Ne? So. Ja, mehr ist es ja im Prinzip ja gar nicht. So. Ach, aber paar. Ja. Ihr müsst darauf achten, natürlich, das ist jetzt falsch, dass das natürlich immer nach unten dann hinter zeigt, ne, wenn ihr das so vor euch habt. Jetzt habe ich das nämlich komplett falsch gehabt. Und ich habe mich gerade schon gewundert, wieso das so komisch aussieht. Ja, das ist der schnelle Vorführeffekt. So, und dann muss man das natürlich hier reinschieben und halt dann hier unten reinschieben, ne? So, genau. Und dann passt das auch. So, seht ihr? So, jetzt ist es super. Ich war jetzt irgendwie ein bisschen dämlich. So, und ihr habt halt immer noch ein bisschen Spiel, wenn ihr schnell seid und der Kleber nicht ganz so schnell trocknet, dass man es halt noch schön ausrichten kann. Aber ich glaube, so ist es ganz in Ordnung. Ja, dann kann man hier nochmal an den Stellen hier festdrücken. Aber im Prinzip ist das jetzt ja aufgrund der Sache hier, dass ich quasi da noch Sachen drauf klebe, vorne und hinten, nicht ganz so wild, weil da kommt ja überall noch Klebstoff drauf. Ne? So, hier die Ecken sollten halt schön sein und dann passt das so. Dann werde ich meine Rahmen. Ja, dann werde ich meine Rahmen jetzt mit Distress Oxides noch so ein bisschen ja, bearbeiten, dass da so ein bisschen Farbe dran kommt, dass es ein bisschen abgeratzter aussieht. Ja, gefällt mir gut. Aber da kann man ja auch flexibel sein. Kann ja auch irgendwie farbigen Cardstock nehmen und so, ne? Das ist ja. Aber ich mag das so ein bisschen Vintage-mäßig, ein bisschen alt. So. Und ja, dann können wir schon weitermachen.
nehme ich mir hier den Rahmen und mache das jetzt hier mit doppelseitigem Klebeband. So, da muss man jetzt noch drauf achten, die Sterneffekt-Tule hat eine glänzende und eine matte Seite. Die matte Seite muss nach außen zeigen. Dann kommen, also andersrum geht es auch, dann sieht man auch den Sterneffekt. Aber ich finde, wenn man die matte Seite außen hat, dann kommt das nochmal anders zur Geltung. Also es kommt nochmal anders raus. So, dann haben wir das. So, dann kann man hier, habe ich jetzt, so, ich habe hier mir so ein ganzes Set auch von Amazon geholt mit 20 solcher, nee, 10 Lichterketten. Da sind jeweils 20 LEDs dran mit so einem kleinen Batteriefach. Habe ich mir abgezeichnet, hatte ich den Rahmen so drauf, abgezeichnet, da so reingeklebt mit so normalem Klebeband einfach. Und jetzt wird das hier so draufgeklebt. Dann mache ich das jetzt hinten drauf, gucke. Ja, es ist nicht ganz so schön abgemessen. Ich habe das einfach nur so Pi mal Daumen gemacht. Aber das ist ja auch nicht ganz so wichtig, wie das hier hinten aussieht. So. Na. Kann man ja dann auch nochmal schon mal so ein bisschen. Könnt ihr auch hinten so einen Spruch oder so drauf machen. Allerdings zeige ich euch gleich. Das ist nämlich so das größte Manko. Was ist halt Manko? Oder Problem ist relativ. So, jetzt machen wir es erstmal. Hier machen wir jetzt erstmal Klebe. Und dann sage ich euch, was ich meine. Nämlich diese andere Folie festzumachen, ohne dass man natürlich da so Kleberückstände sieht oder so, ne? Und da habe ich mich dazu entschieden, das nur mit diesem Goldfaden zu machen, den ich mache ich das jetzt noch mal so, Moment. Moment, ich so. Also, dadurch. So, ihr seht das hier. Hier habe ich halt so Goldfaden dran. Und ja, sieht man auch auf der Rückseite, ne? Habe ich halt hier auch mit Klebeband nur festgemacht. Könnte natürlich, wenn man das gemacht hat, dann noch hier noch ein Papier draufkleben. Hat man eine schöne Fläche. Ich habe das ja auch hier festgeklebt. Das könnte man ja auch runterbaumeln lassen. Je nachdem. Also diese Folien sind natürlich sehr, sehr empfindlich. Ne? Und man muss halt gucken, dass man die so befestigt, dass man halt nicht irgendwie so Kleberückstände oder sonst irgendwas sieht. Man könnte, hatte ich auch schon überlegt, mit einem Brett an den Ecken vielleicht auch arbeiten. Aber dadurch, dass mein Rahmen ja ein bisschen so abgeratzt aussieht, und man sieht das ja quasi hier so durch. Das ist ja von mir schon beabsichtigt. Das sieht man ja auch hier, ne? Kann ich das jetzt natürlich nicht so gut machen, weil das würde komisch aussehen, wenn jetzt hier im Rahmen hier der Brett ist und, naja, das halt nicht ganz so symmetrisch dann aussieht. Deswegen habe ich mich halt dazu entschieden, das finde ich auch ganz cool, mit dem Goldfaden das so zu machen. Aus dem Grund auch, weil man im Prinzip auch, wenn man möchte, das hier wieder rausschieben kann, wenn man sich jetzt was Neues ausdruckt und ja, dann halt das andere drunter schiebt, dann hat man quasi einen austauschbaren Rahmen, ne? Oder man macht es dann komplett raus und lässt nur die Sterneffektfolie auf sich wirken. Das geht ja auch, ne, im Prinzip. Wenn Weihnachten dann vorbei ist, jetzt in dem Fall, kann man das einfach halt rausziehen.
Und ich fand es aber auch halt ein schönes Deko-Element, dieser Goldfaden. Und ja, im Prinzip sind wir jetzt fast schon fertig. Ich nehme dann halt hier mal so diesen Goldfaden. Streiche mir das erstmal hier so um. Dann gucke ich, dass ich mir den hier jetzt gut befestige. So. Und dann wickel ich den halt. Ja, die Folie ist halt sehr empfindlich. Jetzt habe ich hier überall so Klebereste. Oh. Da müsst ihr natürlich drauf achten, dass euch die nicht zum Verhängnis werden. Eieieiei. Naja. So abgeratzt sollte es nämlich dann auch nicht aussehen. Das ist nämlich schon. Hey, gut. Und dann wickel ich das hier halt so rum. Das, ja, mache ich dann vier, fünf Mal. Einfach, ne, so ein bisschen schräg auch. So wie es mir halt gefällt. Kommt das halt da so drum. Mal so. Und mache das noch einmal. So. Mache das natürlich weg. Und dann klebe ich die andere Seite auch noch ordentlich fest. Und dann dürfte da eigentlich nichts passieren. So, jetzt abgeschnitten. Ja, und das Ganze dann natürlich auch noch an der anderen Seite. So, und dann wird das hier halt auch einfach so ein bisschen dumm gewickelt. Ja, so geht's. So. Und dann kommt das auch da drauf. So. Könnt ihr auch öfter machen. Könnt ihr auch kreuz und quer machen. Je nachdem, wie es euch halt gefällt. So. Und dann nehme ich hierfür noch so einen Streifen, hier so. Doppelseitiges Klebeband, beziehungsweise so ein, ach, wie heißt das denn jetzt? Formtape, hier sowas. Aus dem Grund, weil, kann ich euch auch gleich zeigen. Moment. Ich habe nämlich schon zwei verschenkt und da habe ich nur doppelseitiges Klebeband genommen, aber wenn man hier so Formtape nimmt, dann kann man hinterher, Moment, ich zeige es euch. Besser hier so dran. Einfach nur deswegen. Also, wenn es nämlich zu flach hier aufliegt, kann man nicht ganz so gut. Mit Formtape geht es ein bisschen besser. So. Ja, und dann war es das schon. Dann hat man halt wunderschön einen, ja, Rahmen mit Sterneffektfolie. Mache hier nochmal ein bisschen Licht aus. Ja, gut, aber man sieht es ja auch. Man sieht es ja auch so, ne? So, ja, das sind meine Rahmen. Ich habe einige gebastelt halt. Ja, die. So. Und ich finde die wirklich sehr, sehr hübsch. Und du kannst halt wirklich jedes Motiv nehmen. Ich habe jetzt hier, das war digitales Papier von Etsy. Kann ich auch mal noch unten verlinken von mir aus. Vielleicht interessiert euch das. Und ja, habe das halt jetzt hier einfach auf die Folie gedruckt, ne? Und das habe ich gedruckt mit der Einstellung, also wenn ihr das jetzt wissen wollt, ich habe einen HP-Drucker mit diesen Instant-Ink-Tinten und habe das Ganze, weil ich das aus Procreate rausgedruckt habe, weil ich da drin halt das Motiv oder das Blatt verkleinert habe oder die Blätter, habe ich dann hinterher das nur tatsächlich als PDF gedruckt. In ja, bester Auflösung quasi, also in der Funktion optimal und ja, und das reicht. Also man muss jetzt nicht als Foto drucken oder so, ich habe das wirklich nur als PDF gedruckt und das reicht. Das sieht wunderschön aus. Der Druck ist auch ganz ordentlich und von daher, ja,
So, das wollte ich euch zeigen. Ich bin gespannt, was ihr sagt, wie ihr die findet, ob ihr die besser findet oder halt die anderen. Wobei, ja gut, das sieht natürlich, ist halt nochmal was anderes, ne? So. Oder diese halt hier ohne Licht ist natürlich auch schön, so als Kartenform. Oder die. Aber irgendwas, irgendwie sind das meine Favoriten, obwohl man da ja nicht so viel gemacht hat. Nur halt Papier ausgedruckt im Prinzip oder Folie gedruckt und die Rahmen gebastelt. Nicht so viel dekoriert. Trotzdem, also ich finde es wunderschön. Man kann es ganz toll verschenken. Und ja, im Prinzip kann man ja auch noch, könnte man ja auch noch hier was dekorieren, ne? So rein theoretisch, wenn man lustig ist, ne? Ja, so. Das sind meine, ja, Shadow Frame Box irgendwas Rahmen. Ich bin gespannt, was ihr sagt, wie euch die Rahmen gefallen. Und wünsche euch noch eine schöne kreative Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!